Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Ellesmar. Hallo. Zack. Ente, 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 Ente. Ganz. Ente, 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 Ente. Ganz. Boah, Alter. Na, weg hier. Wir gehen ins Lager. Dieses kleine, dreiste Wiesel, ne? In der Dings hier waren wir noch gar nicht, ne? In dieser Location. Hat mir das Wort gefehlt. Ja, Moment. Oh, hier gibt's ein Weinregal, Alter. Da bin ich aber erstmal am Start. Oh. Da wird jetzt aber erstmal hier der Wein hier aus der Kiste genommen. Ich muss alles, ne? Es triggert mich so sehr, wenn hier irgendwas rumsteht, was ich nicht mitnehmen kann oder nicht mitgenommen habe, besser gesagt. Mein Gott, sieht das krank aus. Was genau? Er hat gerade den Hund gestreichelt und hat danach gelächelt, so mit Mund offen und sieht die Zähne sein Gesicht da vorne. Oh, ich habe Waffen gefunden sogar. Hämmer und so. Hä, was hier alles gibt, einfach so. Warum hat denn der Sel jetzt hier so eine komische Eisenschale? Hat die sich von Vampirulon beißen lassen? Stapelfleckiger Handtücher hat die. Was macht die denn hier? Und die hat da auch so einen Gedankenschinderkopf hängen. Wo? Oh. Direkt vor dir. Ah ja. Ja, ihre Übungspuppe. Ja, die ist ein bisschen krass drauf, die alte, ne? Nee, aber hier hängt so ein ausgestopfter Gedankenschinder-Schäder. Ist noch eine Schaufel. Wolltest du noch eine Schaufel haben? Hab schon eine. Na, falls du wieder eine verkaufst. Geht auch einen konservierten Ogerkopf. Ja, ist krass drauf. Weihrauch hier rum. Ist richtig krank drauf. Hä, wo geht die denn hin? Vielleicht ihr Weihrauch geklaut? Jetzt ist er ganz unzufrieden hier. Ist er mad? Den Weihrauch angequatscht, das hat dir nicht gefallen. Ja, das fand ich nicht so gut. Okay, was wollen wir eigentlich tun? Wir wollten eigentlich den Charakter tauschen. Und dann kam irgendwas mit Gale. Das habe ich noch nicht gesehen, das weiß ich noch nicht. Doch bei mir kam, dass seine Quest aktualisiert wurde. Gale. Ja, und hier steht jetzt, behandle Gales Zustand. Gales Zustand ist instabil geworden. Er braucht einen mächtigen Magischen, um das Gewebe darin zu konsumieren. Wir sollten ihm so schnell wie möglich einen beschaffen. Er hat uns ja schon erzählt, dass es passieren kann, dass er magische Sachen essen muss. Oder sowas. Ja, er hat erzählt, dass er irgendwie irgendwelche Probleme hat. Aber die haben wir ja irgendwie, also abgesehen davon, dass er auch so einen Wurm im Kopf hat. Also, ich wollte gerade sagen, also bis auf, dass wir alle einen Wurm im Kopf haben, das ist das Einzige, was uns verbindet. Aber ansonsten haben wir alle unsere eigene Macke noch, ne? Ja, außer wir zwei. Ich bin die einzige Normale hier. Hä? Nee, der einzige Normale hier ist Kratzer. Ja, Kratzer. Na, obwohl der auch ein bisschen komisch ist, ne? Ein Herrchen, mein Herrchen. Du bist tot. Oh nein. Er ist sehr treu. Ich klau hier einfach alles, ne? Haha. Also wirklich, gibt's alles, ne? Alles kann man hier mitnehmen. Das ist Wahnsinn. Kann ich sogar seinen Schlafsack einfach mitnehmen? Ich kann einfach seinen Schlafsack einpacken. Achso, ihren. Kraller. Krach. Das ist schäbige. Oh Gott, hier ist noch eine Türe. Das müsste dann dahin führen, wo jetzt hier dieser komische Untote ist und. Ah, das ist Astarion hinter der Tür. Aber der Untote muss da auch sein, oder? Ja. Ja, hier ist der Untote Lazarus und hier der Einbrecher-Boy. Genau, den wir brauchen. Das ist Eidbrecher, nicht Einbrecher, Leute. Achso, den meinst du? Ich dachte, du meinst Astarion. Der Einbrecher-Boy, hä? Ganz klar. Astarion ist der Einbrecher-Boy. Der auch, ja. Stimmt. Ja, hätte man vielleicht missverstehen können. Ja, ich hab's nur verstanden. Da kennst du mich schon so lange. Ja, ich hab nicht realisiert, dass der andere Typ auch noch da steht.
Ey, was hier alles gibt, ja? Es ist richtig schlimm. Ja, nicht mal die kleinen Kistchen hier vorne. Die Kissen hat er nicht mitgenommen hier, ne? Hier liegt so viel, ich sehe die Hälfte schon gar nicht. Ein Jutesack. Da auch noch in der Ecke. Ist so hin, da ist die Leiter. Nimm doch einfach die Leiter. Alles nochmal kontrollieren. Ah, da hinten ist noch eine Holzkiste. Die nehmen wir auch. Ach, komme ich hier überhaupt hin? Kartoffeln, ne? Ja. Kann ich dich nachher mit Kartoffeln abwerfen? Ich werf dich mal mit einer Kartoffel ab, mein Freund. Komm mal nicht auf, werf mal nicht komisch. Okay, sie macht so eigenes Pathfinding hier. Okay. Witzig, oder? Wir müssen auf jeden Fall verkaufen gehen. Wir haben so viel Mist ja. Schon wieder. Aus der letzten Folge haben wir waren noch nicht verkaufen zwischen den Folgen. Weil wir mit euch eigentlich ja diese Falle entschärfen wollten, was wir jetzt auch machen. Achso, ich muss ja erst. Oh, das ist so nervig. Es ist so nervig. Ich muss ja jetzt erst zu Willy Billy. Willy Wonka, wo ist denn der? Da. Willy! First in my heart. Well met. Are you sure? And ja, mit Gail musst du auch nicht reden. Naja, ich rede ja. Wenn ich den mit seinem Problem allein lasse jetzt? Vielleicht explodiert er dann oder so. Vielleicht platzt er einfach. Puff, süß. Oder er hat ja Arkadenhunger, vielleicht löst er sich so von innen auf so ein schwarzes Loch in seinem Herzen. So ein schwarzes Loch in seinem Herzen. Bei mir will er gar nicht mit mir reden. Er hat gar keinen Quest. Ja, aber seine Quest sagt, er braucht was. Ach, Gail. I'll have to speak slowly. I'm finding it quite difficult to concentrate. My condition gnawing at my insides like a teething displacer kitten. Ich habe ein magisches Artefakt, das euch interessieren könnte. Nein. Sagt euer Zustand, warum erfordert er Magie? Think of it as tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Ich würde es riskieren. Ja, was haltet ihr eigentlich davon, dass wir ein Vampirlager haben? Vielleicht ist das ja eine Option. We all have our burdens. One way or the other. Ja, finde ich gut. Gute Einstellung. Ich kratze. Oh, komm mal, wie süß er da hinten rum. Komm doch mit mir. Ja. Haben wir jetzt einen magischen. Wir müssen erstmal gucken, was wir für ein magisches Artefakt für ihn haben. Was kann er denn essen? Haben wir was magisches? Kann er eine Schriftrolle essen? Vielleicht? Nein. Ah, wir brauchen einen magischen Gegenstand. Kann er hier so eine Fackel essen? Nein. Na, der könnte denn die Fangschlinge der Natur essen. Diesen Zauberstab. Aber die ist 400 Gold wert. Ja, aber irgendwas muss er essen, oder? Haben wir nicht noch die Rüstung, die so. Ich glaube, die hat die Will gerade, die irgendwie schlecht ist, aber auch gut. Ja, aber die ist eigentlich nicht so schlecht und so gut. Also an sich ist die. Willst du die wegwerfen? Willst du die. Okay, dann lass uns erst. Okay, pass auf, wir kümmern uns gleich um Gail. Wir machen das, wenn wir nochmal einen Charakter tauschen, ja? Die wird ja nicht direkt platzen. Genau, ich hoffe. Wir machen erstmal das Asterion. What a day. Moving. Wo war denn das? Ach, hier drüben. Wir machen erstmal das Asterion hier. Die Falle entschärft. Es geht halt bei uns auch noch frei. Oh Gott, das wird nicht wieder nicht so lang. Ich mach erstmal Licht an. Ja, mach mal Licht an. So, entschärfen. Bonus noch. Göttliche Finger. Sag los. Der 8 bis 11. Er kriegt mindestens 8 dazu. Das ist Wahnsinn, oder? Er landet jetzt bei 23. 30 gewürfelt oder also so. Wahnsinn. Okay, das ist. So, dann kann er das hier noch Schlösser knacken. Attacke. Wahrnehmung fehlgeschlagen. Das ist schon mal schlecht. Attacke. 28, dankeschön. Hast du eine Wahrnehmung? Never a dull moment. Warum nehmen die alle nichts wahr? Weil wir alle richtig schlecht, weil wir alle blind sind. So, dann tausche ich mal Asterion
warte mal, bis die Tür auf. Ja, warte. Lieber noch nicht die Tür auf. Ich würde warten, bis wir was vielleicht wahrgenommen haben. Very well. Ja, Leute, das ist immer ein bisschen nervig. Ich weiß auch nicht, soll ich euch das drin lassen? Soll ich das immer rausschneiden mit einer Überblendung? Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gerne hättet. So, Charakter tauschen ist immer nicht so. Ist immer nicht so aufregend, aber kostet dann auch immer so 20, 30 Sekunden. Das wäre also 20, 30 Sekunden mehr Gameplay, was ihr sehen könntet, wenn ich einen Schnitt mache. Müsst ihr aber sagen. Ob ihr das gerne so hättet oder ob ich es drin lassen soll. Und noch eine Gruppe. Zack. So, also das hätten wir jetzt entsparen können. Er hat es auch nicht geschafft. Also wenn wir hier die Leute würfeln und gucken, wer hier irgendwas wahrnimmt, das werde ich euch auf jeden Fall verkürzen. Das ist ja also richtig bescheuert gelöst. Also, Die komische Rüstung ist schon mal weniger wert als der Zauberstab. Hast du ganz schnell weggesnappt, ja? Ja. Dieser Gauner, ne? Seht ihr, was Alice für ein Typ ist? Das war aber auch schon lange vorgeplant. So. So, das ist aber wieder eine Falle. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück. Karlach hat das jetzt wahrgenommen. Die Marmorplatte ist eine Falle. So, Karlach. Kann hier bleiben. Und schreibt mal in die Kommentare, wen ihr gerne standardmäßig in der Gruppe haben wollen würdet. Also ich nehme ja aber Will mit, weil ich Will eigentlich sehr praktisch finde. Sagt mal, wenn ihr jemand anders mal sehen wollt, generell, wenn euch irgendwas interessiert, immer gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier, das machen wir auf. Dann, oh, hier sind noch mehr Wahrnehmungssachen. Ich entschärfe erstmal diese Platte hier, ja? Ich hab die Feuerschalen angekriegt. 26. Soll ich das Buch jetzt nehmen? Ich guck mal, ob ich hier noch was wahrnehmen kann. Die kommt mal da raus, vielleicht kann ich was wahrnehmen. Oder griffel dir einfach das... Aber nicht das Buch mitnehmen. Geh mal gucken, ob du was wahrnehmen kannst. Sie kann noch ein, die muss noch einen Schritt reinmachen, dann kann sie auch noch mal eine Wahrnehmung machen, glaube ich. Sie nehmen gar nichts wahr, ne? Die kriegen auch nichts mit. Let's get on with it. Es nimmt... Oh, sie hat was wahr... Oh, was ist das? Eine Gargoyle-Statue. Aha. Habe ich schon mal irgendwo Gargoyle-Statuen. Ja. Ja, alles nachher rausschneiden, ne? Ja, das muss ich nachher alles rausschneiden, weil dieses Spiel so blöd ist. So, den anderen, den kann er nicht wahrnehmen. Ich kann ihn jetzt entschärfen, ja. Mach ich mal. In der Hoffnung, dass es klappt. Eine 1 gewürfelt. Wow. Ja, das, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt auf weiter drücke, dann löst die aus, hast du gesagt, ne? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht. Nö. So, dann könnte ich ja jetzt einfach mal hier bezüglich Terranova einfach mal hier das Entschärfungsding, Alter. Hier kriege ich auch einen Bonus. Einfach nochmal versuchen. Ja, kostet aber Inspiration. Süße kann ich auch. Achso, nee, hättest du nicht. Wer braucht Astarion, Alter? Mit dem Werkzeug kannst du aber nochmal. Book is locked tight with no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth. So, hast du zufällig was Ovales, was in den Mund vor dem Buch rein kann? Eine Flasche. You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. Beneath the allure, you feel the faintest echo of torment. There is great power in this book. But also great suffering. That looks terribly heavy. Why don't you let me carry it for you? Nix kriegst du, ist mein Buch. Eric Clown. Bereit, es zu zerstören? Auf keinen Fall zerstören wir dieses Buch.
Jetzt möchte ich aber gerne diese Community-Dings nochmal testen. Da müsste jetzt gleich was aufploppen, oder? Hä? Kann ich gar nicht. Nicht. Ja, wir stecken das ein, ne? Ja, der Meinung. Asterion, du kriegst nicht hier das Buch. Ist ja wohl mein Buch, oder was? Achso, wenn ich ihn jetzt zuerst auswähle, dann ins Lager gehe, dann habe ich ihn, dann läuft er nicht weg. Und dann können wir hier den Charakter wechseln und können ganz schnell mit ihm sprechen. So. Ja, das klingt total furchtbar, ich weiß. Hast du die Rüstung jetzt gefingert? Ja, die habe ich. Na, die habe ich dir ins Inventar gefingert. Okay, was macht das? Ordnung der Natur. Untote, die den Träger angreifen oder treffen, allein 1 bis 6 Gleisner Schaden. Tiere, die den Träger angreifen und treffen, bewirken zusätzlich 1 bis 6 Gleisner Schaden. Oder andersrum, ne? Nee. Nee. Ja, gegen Untote ist die natürlich richtig gut, gegen Tiere ist die blöd. Ja, du musst bedenken, wenn du deine Rüstung im Kampf wechselst, kostet dich das die Aktion. Ja, aber wenn wir vorher schon Untote sehen, dann kann man gezielt die Rüstung anziehen. Die willst du denn in Issa anziehen, oder was? Zum Beispiel, oder die kann man auch Will anziehen. Nee, ich glaube, Will kann keine mittlere tragen. Weiß nicht. Will. Well met. That. Komm mit. Nee, er ist ungeübt. Aber ja, Inissa könnte das theoretisch anziehen dann. Muss der jetzt sowas essen? Mann, ich will keine magischen Gegenstände an dich verschwenden. Ja, hier, komm, frisst die Rüstung. Und wehe, du kaufst jetzt hier alle 2 Tage, dass du irgendwas essen musst. Ja, ja, Quatsch, mein Freund. Hier hast du ein magisches Artefakt. Will ein magisches Artefakt geben. Was passiert mit diesem Gegenstand, sollte ich ihn euch geben? Ja, was passiert dann? Ich werde die Magie in der What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket, but it will save my life, even if only temporarily. Die Gegenstände, die ihr wollt, nützen mir unverzerrt mehr. Ihr könnt noch nichts haben. Achso. Kann gerade nichts aushelfen. Ja, hier. Kann ich mir jetzt aussuchen? Ich hab's nicht im Inventar. Kannst du mir das kurz... Das kann er nicht essen. Wie, das kann er nicht essen? Ich kann die Rüstung nicht auswählen. Also steht an der Rüstung. Ich habe die bei Will und bei Nova im Inventar, oder? Bei Will. Das ist bei Will im Inventar. Ja, ich kann den Hut auswählen. Kann ich nicht auswählen, kann er nicht essen. Vielleicht ist das schon dran, warum kann er das nicht essen? It's incredibly world-shatteringly important, you give me a suitable artifact. Please. Ja, ich würde aber gerne mal kurz in mein Inventar gehen wollen. Bevor du mich hier anbrüllst und mich hier die Gegenstände, die ihr wollt, nutzen mir und ihr könnt noch nichts haben. Ich gebe euch nichts. Weder jetzt noch später. Ja, ich muss ihn überzeugen, oder was jetzt? Wir können noch nichts haben. Ja, wenn ich das sage, dann kriegt er hier, dann denkt er, ich will ihn umbringen, oder was? Dann ist der, das mag er überhaupt nicht. Überzeug ihn. Ah ja, hier, komm. Wir müssen das wirklich umskillen, dass jemand anders aus der Gruppe, am besten wirklich Inissa, diesen anderen kriegt. Dann können wir halt 2 Sachen boosten. Ja, du bist ganz schön undankbar. Hä, das kann er nicht essen. Wo ist denn die Rüstung? Da. Nee, steht nicht dran, dass das nicht kann. Dachte, das ist... Ach man, kann er nicht deinen Hammer essen? Mein Hammer, der 6 bis 16 Schaden. Die, wenn wir die Paladine töten gehen, die hatten auch ein krasses Schwert oder so. Oh Mann. Können wir nicht. Wir müssen einfach mehr Leute töten und mehr Artefakte sammeln. Also, der kann erstmal kurz noch abwarten, vielleicht. Ich glaube, es würde ja eigentlich nichts passieren, solange wir keine lange Rast haben. Theoretisch dürfte dann eigentlich nichts passieren. Wir gucken erstmal und werden zum Ende dieser Folge. Oh, hier sind noch Kokons aus Spinnenseide. Die will ich haben. The
Let's have a look. Die sagt mir jetzt nicht, hier ist nichts. In den Kokons ist nichts drin? Frech. Weiß ich gerade. Und zum Ende der Folge zum Händler gehen und mal gucken, ob wir da irgendwo ein günstiges Geld-Item finden. Ja, wo gehst du hin? Raus. So, oder hier drüben ist noch. Achso, du kannst doch das andere, das wir zwischen den Folgen. Rostiger Schlüssel. Taschenlampe, Taschenlampe. Knot. Achso, das ist das Skelett, ne? Ich denke aber, es kommt irgendwas. Sie uns irgendwas fressen. Kann er nicht hier so ein Gift essen? Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie wir den komischen Typen da oben wecken? Ohne ihn zu schlagen. Hinlaufen. Gibt's so einen Aufwand? Ja, hinlaufen, glaube ich. Ja, macht er doch vielleicht auf, wenn wir da krach machen. Vielleicht kannst du Musik spielen. Nee, wir sind ja alle untalentiert mit uns. Also ich speichere erstmal. Soll ich mal hinlaufen? Neben ihn? Wo war er denn? Er lag gleich irgendwo. Hier hinten. Oh Gott, ich sehe durch die. Oder stehen. Ach du Kacke, da stehen. Oh, hier ist noch eine moosbedeckte Truhe. Ja, Moment, ich kann gerade durch die ganze Welt gucken. Haben wir zufälligerweise. Ich warte mal ab, bis wir vielleicht noch so ein. Ein Item finden hier für Schlösser öffnen. Ich habe keine Lust hier jedes Mal. Keine Lust jedes Mal hier den Charakter zu wechseln, wenn wir eine verschlossene Truhe finden. Das ist auch ein bisschen lächerlich irgendwann, oder? Holzkiste. Hat nicht von uns irgendwie eine Fingerfertigkeit? Rette den Gnom. Wenn meine Handschuhe gehen mir irgendwie plus. Welchen Gnom retten? Da muss irgendwo ein Gnom sein. Moment. Ach, da oben. Ein echter Goblin? Nee, warte mal. Hä, was machen die? Da. Oh, hier ist so ein Windrad. Eine Mühle. Da ist bestimmt der Gnom irgendwo drin. Mach hier irgendwas. Der schreit auf jeden Fall. Ah, der klebt an dem Windrad. Wirklich? Ja, ich hab den gerade mit der Kamera. Ich hab's ach, da, nee. Ach da! Oh mein Gott, ich bin da angebunden. Ja, viel Steine nach dem. Da ist er. Das ist ja witzig. Das, na, oh Gott. Ich bin eigentlich recht scharf gut. Warum bin ich denn jetzt hier hinter? Oh nein. Kann ich mir. Ich komme hier nicht raus. Ja, dann spielen wir jetzt oder dich. Weg ist unterbrochen. Oh mein Gott, ich bin hier wirklich festgebackt. Kannst du die Kiste. Hast du die Kiste dahingestellt? Kannst du die Kiste wegnehmen? Bitte. Ah, jetzt geht's. Frech. Ich hab die da gar nicht hingestellt. Ja, ja, ausnahmsweise, weißt du. Ich glaub dir kein Wort. Sie ist im Schnitt. Nee, ich stehe dazu. Dass du es getan hast? Nee, ich stehe dazu, wenn ich sowas mache. Hätte ich aber auch mehr gelacht, wenn du nicht mehr raus. Ich mich an meinem Leid erfreut. Ja, auf jeden Fall. Aha, hier ist noch so eine Hütte. Oh, Kampf? Nein, warum? Weil du es gehört hast. Hä, aber der Grottenschrat, der. Den sollten wir doch wecken. Normal. Jetzt haben wir ihn geweckt. Ist das gut, wenn wir den töten? Da sind doch alle anderen böse auf uns, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich möchte den eigentlich nicht töten. Tja, dann, geh mal auch mal dran. Oh ja, da ist. Loot? Ja, Dute. Oh, der arme Grottenschrat. Frech, okay. Oh, jetzt liegt ein Wurfspeer. Wir hätten auch einen Wurfspeer benutzen können. Den Wurfspeer einpacken?
Müsste man schon zu Nissa schieben. Ja, Nissa hätte ihn auch aufheben können, aber ich kann es auch manuell dahin schieben. Ja, aber ich heb hier grad. Nee, ich heb hier grad noch das Zeug bei dem auf. Das kann alles zu. Yes. So. Ja, einmal auch. So, Wurfspeer. Might be useful. Aufheben. Nächste. Ja, die ist jetzt auch so langsam voll. Gute. Da musst du jetzt anfangen zu schleppen. Vielleicht Will zuerst. Das ist so schäbig gemacht, ne? Seht ihr das? Dass das Inventar hier diese maximale. Das hier überdeckt, die 150 Traglast. Also, es ist einfach. Man hätte das auch ein Stück. Das hätte einem auffallen können. Beim Produzieren, oder? Von dem Spiel. Ich weiß nicht, wie lange das in Entwicklung war, aber das ist einfach schlecht. Das ist dann schlecht. Ja, das war irgendwie 5 Jahre lang im Early Access oder so. Also es ist einfach. Das ist ja noch trauriger, wenn es 5 Jahre im Early Access war für 60 Euro. Es hätte Leute geben können, die sowas. Also frech einfach, ja? Da gibt man ein Heidengeld aus. Gibt man Heidengeld aus für so ein Spiel. Und dann sind hier. Hier, wie gesagt, wenn ich hier diesen komischen Chat-Dings öffne, dann überlappt das hier auch. Das ist doch kacke. Hätte man das hier nicht ein Stück nach oben schieben können, was soll sowas? Ich verstehe das aber nicht. Das sind so einfache Sachen. Ich meine, das sind jetzt auch. Das ist ja das Schlimme, das sind ja nicht immer irgendwelche tiefgreifenden Sachen. Hier geht es bloß darum, das Overlayen ein bisschen zu verschieben. Das hätte nicht so schwer sein können. Ich weiß, ich höre irgendwas. Ich höre auch was. Aus der Scheune. Ja, ich weiß. Okay. Ich wollte erstmal kurz um die Scheune. Ich würde das gerne immer von außen immer beäugen, was das Problem sein könnte. Kennst mich doch schon. Ich muss doch mal. Nee, ich wollte nur, ob du das auch gehört hast. Mal gucken, ob. Natürlich, also wenn man da taktisch reingeht, da muss man erst. Ob es ein Dach, ob es im Dach ein Loch gibt oder so. Die Lage observieren. Hier kann man auf die Hügel draufklettern. Mäßig Carsten Stahl, mäßig hier Zugriff machen, wenn du möchtest. Zugriff! Werbung! A guttural scream and a succession of quick bangs rattle the door. Then a low moan. Someone or something is having a fun. Oh mein Gott! Was passiert da drin? Die Tür aufmachen, Zugriff. Ich, ja, ich bin auch dafür. Let's leave them alone. I don't want to be invited to the wedding. Zugriff. Klingt aber wie Elche. Zugriff. Oh mein Gott! Nein, das ist nicht passiert. What the hell are you doing? Dürfen wir sowas zeigen? Man hat ja nichts gesehen. Ja, eigentlich haben wir nur erahnt. Eigentlich hat er nur dabei geholfen, seine Hüfte wieder einzurenken. Was zur? Nox, man hat ja explizit nichts gesehen. Was zur Hölle passiert in diesem Spiel? Das dachte ich mir aber auch, als ich da reingeguckt habe. Also, wir haben ja schon viel erlebt in diesem Spiel, ja? Aber das. Ja, das ist krank. Das muss. Ich, tatsächlich muss ich deine Antwort diesmal einfach unterstützen. Oh, ich dachte eigentlich, das ist ein Typ. So, nee, das ist ein riesiger Ogerwesen. Die Brutmutter. Oh, die hat 59. Okay, oh, das ist auch so schäbig schon wieder, dass wenn da jetzt Leute im Kampf. Also, ja, okay, man könnte aufs Dach auch rauf, aber ich kriege ja das Dach nicht ausgeblendet, ne? Kann ich das Dach irgendwie ausblenden? Nee, ich muss ranzoomen, also, ne? Wenn du O drückst, ja, musst du ranzoomen. Achso, wenn ich O drücke? Nee, wenn ich O drücke. Auch, nicht. Auch irgendwie blöd, dass es hier nicht so einen Button gibt für Oberflächen ausblenden oder so ebenenmäßig, weil ich komme ja hier gar nicht so richtig rein. Ich kann ja gar nicht. Irgendwie komisch, ne? Naja, soll ich mit reingehen mit Will? Na, willst du nicht erstmal. Achso, du bist noch gar nicht ich dran. Ich bin mit. Warte mal, als erstes kommt hier Gruko. Gruko könnte ja eigentlich schon mal. Warte mal.
Halte 10 Temperaturteilen und bewirke 10 Kälteschein bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Groku ist als nächstes dran. Was meinst du, geht der auf aber mich oder... Er hat den Nahkampfer. Kann ich das auf jemand anders... Kann ich das auf jemand anders oder nur auf mich? Nur auf mich, ne? Ja. Schade. Soll ich hier so eine Säurepfütze hin? Hä? Die hat doch eine Aktion von 3 Meter. Warum kann ich die hier nicht? Muss ich das im Nahkampf? Hä? Wie funktioniert denn das? Hä? Macht er das im Nahkampf? Nicht genügend Bewegungsrate. Hä? Macht das nicht einen Kreis? Was denn? Verschieße eine giftige Gaswolke. Nee, die machst du Punkt zu Punkt, steht da. Ja, aber ich muss ranlaufen, wenn ich das auswähle. Die hat 3 Meter Reichweite oder so. Ja, aber ich muss direkt davor stehen. Das ist wie ein. Hä? Er wählt das gar nicht aus. Ja, jetzt. Hä, das ist aber sehr. Hä, das ist super merkwürdig. Okay, könnte ich theoretisch. Das Umkreis? Nee. Irgendwie buggt das hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, es funktioniert nicht richtig. Okay, was soll ich denn machen? Soll ich einfach mal einen Strahl hier auf die Ogre-Tante? Nee, nimm doch lieber zuerst den Groku. Der ist als nächstes dran. Ja, vielleicht kriegen wir den ausgeschalten. Und dann laufe ich ran, damit der... Let my enemies fall. 9 Schaden. Oh, der macht aber auch immer richtig gut, ne? Ich laufe mal ran, damit er nicht weglaufen kann, ja? Ja. Ich habe noch eine Bonusattacke. Soll ich die auch noch rein? Ja, doch. Ah, nee, ich komme nicht ran. Schade. Ah, gut dann. Okay, Groku. So. Ja, ist okay. So, soll ich jetzt auf die Ogerfrau klöppeln, oder? Ich würde wahrscheinlich erstmal... Ja, ich würde wahrscheinlich versuchen, ein Stück ranzukommen. Und brennende Hände zu machen. Dafür muss ich nur ein Stück vor, in der Hoffnung, dass ich Will nicht treffe. Ein Stück hier rüber, vielleicht hier so. Ja, so würde ich beide treffen und dann könnte ich eigentlich abhauen. Macht das einen Zauberplatz? Nee. Boah, 16 und 7. Und nochmal 10. Hä? Oh, hier liegt so eine zerfleischte Leiche. Oh, oh mein Gott, was haben die mit der Leiche? Oh mein Gott, ich will keine Fragen stellen. So, und jetzt kann ich eigentlich abhauen. Soll ich mal abhauen? Ich gehe mal nach hier hinten. Geh wieder raus. Schaller der Urfrau jetzt richtig eine. Ja. Oh, kritischer Fehlschlag. Aber wenigstens verbraucht es keinen Würfel, wenn ich einen kritischen Fehlschlag habe. Ich dachte hier, Boot hier ist ein Typ. Das sah erst so aus und dann dachte ich so, oh mein Gott, was ist mit dem Spiel jetzt? Ist jetzt hier noch Ogre-Männerliebe? Das wäre schon, krank gewesen. Jetzt kommt noch Vanessa und die kommt nicht ran. An Groku? Auch nicht? Hat die Fernkampf was? Der hat, wie viel Leben hat er noch? 2. 2 Schaden, Vanessa? Kriegst du das hin? Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Na, endlich hat's noch mal was geschafft. Mit dem kann man reden. Ja, aber ich glaube, der redet nicht mit uns. Ja, mit... Oh, jetzt ist sie wütend. Ich glaube, ich hoffe, sie hat kein AOE. Oder kein Splash. Ja, safe, AOE. Die macht einfach so Platscher wie Kappa doch. Ja. Oh, Glück! Gut, hier ist Zorn. Okay, sie wird wütend. Was macht das? Untersuchen? Keine Ahnung. Butis Zorn macht. Butis wütend. Seine Stärke, seine, ihre, steigt um 4. Seine Rüstungsklasse sinkt um 2. Oh, Rüstungsklasse sinken ist gut. 23 Stärke. Könnte jetzt, was macht was macht mein Dolch hier eigentlich? Macht der nochmal? Knallt er jetzt richtig an. Ja, wenn der Anwender einen Gegner mit dieser Waffe trifft, erhält er 2 Züge lang Wucht. Hä, und die ist schon wieder nicht gebunden, oder? Bis 9. Das kostet mich eine Aktion. Verängstigt, jawohl. Hält er 2 Züge lang Wucht. Wofür war Wucht?
Ein Gefühl der Durchdringlichkeit sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für restliche... Achso. Ja, brauche ich nicht zwingend eigentlich. Ich könnte in Nahkampf oder ich könnte Fernkampf machen. Oder soll ich mal diese Säure probieren? Ich weiß nicht, ob das Splash Damage macht. Soll ich mal probieren? Ich habe das vorher noch nie gesehen. Diese Säure? Ja. Aber das hat jetzt hier so ein... Achso, das ist der Bewegungsrad. Ich mach das mal, ja? Mal gucken, was passiert. Ja, mach mal. Oh mein Gott. Rettungswurf. Dumm. Eins. Boiuiui. Der Rettungswurf ist ihr gelungen. Die hält aber auch immer aus, ja? Ich hab sie verängstigt, das schon mal. Was kriegt die jetzt? Hm. Hat die Resistenzen oder so? Nichts. Oh, Heil des Ogers. Ja, normal Feuer-Marianne, oder? Meinst du, sie kann sich heilen mit irgendwas? Nee, ich glaub nicht. Dann kriegt die normal Feuer-Marianne, oder? Das mit dem Blitz ist richtig gut. Ja, das ist richtig geil. Komm mal noch ein Stück ran. Oh, der ist auch stark, ne? Hä? Wie geil ist dieser Skelett? 6 Schaden, komm. Komm schon, Inessa. Ja, Baby, du hast es drauf. Wir lieben dich. A shame we had to steal theirs. Ob ich die hier einfach Liebe machen kann. Ob die lieb gewesen wären, wenn wir geklopft hätten? Die hat einen Teddybär dabei. Oh Gott, was die mit... Ich möchte es gar nicht wissen, was die gemacht haben. Ich hab ihn an dich geschickt. Den Teddy der Liebe? Ja. Toll. Okay. Ich kann mit denen reden. Ja, mach. Meinst du, die reden mit mir? Vielleicht. Aber nicht mit ihrem Mörder, siehst du? Das steht auch irgendwo. Irgendwo steht es bei diesem Effekt. Aber schon mal geschafft. Ich hab das schon mal gelesen. Dass die Getöteten sehr ungern mit ihrem Mörder reden. Steckt die irgendwie in ihrem Anus? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. So passiert es. Wahnsinn. Okay, dann haben wir das auch. Ist noch ein loser Feld. Hier so ein bisschen hoch. Aber wir müssen unbedingt verkaufen. Ja, machen wir gleich nach der Folge. Ist wieder ganz schlimm. Oh, hier ist ein Dolch plus 1. Nimm mal einen Dolch mit. Ich kann nicht, der überlastet mich. Achso, selbst der Dolch. Oh mein Gott. Boah, das sieht aber cool aus. A peculiar dagger protruding from the tough leathery meat. Nachforschung, Stärke, Fingerfertigkeit. Dann mache ich das Fleisch untersuchen. Vielleicht gibt es einen Trick, um den Dolch herauszuziehen. Kann ich nicht einfach so den Dolch herausziehen? Also warum muss ich da einen Trick anwenden? Ja. Ja, hallo, hier. Ich forsch das mal. Ja, forsch mal. Das hat natürlich nicht funktioniert. Das ist der Tentakelbundmann. Ja, weiter. The dagger is tightly embedded in the carcass. You notice nothing unusual. Was ist das für ein Schwachsinn? Soll ich den einfach mal vorsichtig am Dolch wackeln, bis er sich löst? Ja. Oh, da brauche ich 15 für. Oh Gott. Oh. Hallo! Schon wieder der Tentakelbundmann. Gleich explodierst du einfach. Ja, was soll passieren, ey? Das ist ein Dolch. Ich weiß es nicht. Der Mäusekind, streng dich mal an, ey. Das ist ein Dolch im Fleisch. Das ist abgebrochen. Mist. Das halte ich für sehr unrealistisch. Den kann man bestimmt reparieren, oder? Nee, hast du den jetzt im Nee. Kannst nichts damit anfangen. Nee. Sharp metal fragment. Nee, aber es liegt hier jetzt. Also wenn wir... Gibt's sowas wie Schmiedekunst oder sowas? Nee. Also das
Das kann ich aber sagen, weil ich habe extra danach geguckt. Man kann in dem Spiel keine... Du kannst nur Tränke herstellen, sonst gar nichts. Kannst du noch mal... Finger du den mal an, vielleicht kannst du irgendwas mit damit machen. Ich finde den nicht mal. Wo liegt denn der? Liegt hier einfach. Drück doch mal Alt, dann siehst du es doch. Hier kaputter Dolch. Ja, in grün, sogar vorgehoben. Sharp metal fragment pokes out. Das ist ja schade. Also den hätte ich ja eigentlich gerne gehabt. Weiß aber auch nicht, wann wir das letzte Mal gespeichert haben. Den hätte ich wirklich gerne. Nee, wir Na, haben... Na, irgendwann, bevor wir mit den ganzen Leuten gekämpft haben. Boah, Ewigkeiten, ja. Tja, Leute, dann würde mich sehr interessieren, was mit diesem Dolch ist und ob der richtig gut ist. Schreibt's mal in die Kommentare. Halt ein Dolch plus 1 stand da. Ja, aber er hätte ja trotzdem vielleicht, der war ja magisch, vielleicht war ein magischer Effekt drauf oder so. Wir speichern nochmal, warum auch immer. Hättest du das nicht mal vorher machen können? Hier können wir ja theoretisch über die Mauer hüpfen. Ah, da hinten waren wir schon mal. Ja, genau, hier sind... Oh mein Gott. Was passiert? Wer ist er denn? My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps? The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw, and that, love, was that. They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Noxy, erinnerst du dich an den komischen Mann, von dem ich dir mal erzählt habe? Ach, der im Lager da? Ja, der im Hain. Ja, ja. Ist das der? Ja, das ist der. Aha. Ja, ich weiß alles mal. Ja, du liebst doch deine Fragen. Rede ich mit der Katze oder mit der Maus? Ja, vielleicht. Ich finde das viel besser. Deine Gesprächsoption. Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer. About to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Okay. There, middle of somewhere. Moment, ich muss kurz in den Dialog gucken. Wie meinst du das? Ja, ich hatte vor lange Widescreen einfach ganz, nur weil es geladen hat. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Das ist eine Drohung, das bringt dich um. Was, das Mal könnte unser letztes sein, hat er gesagt? Ja. Droht er uns? Das sind rum. Guck mal, ich kenne. Und den Teller beladen. Bin ich auch nicht schlecht. Ich ich glaube, das habe ich im Singleplayer gemacht. Einfach so, ja, Göldung. Nee, führt das Theaterstück auch irgendwo hin? Ist auch eine Frage. Are you not entertained? Well. Far be it from me to disappoint. Ich mag ihn irgendwie. Irgendwie so sympathisch. Es war klar.
Ich habe fest damit gerechnet, dass das passiert. Roxy, warum hast du nicht so schicke Flügel? What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior? That's for certain. Ich würde gern wissen, was er von uns möchte. Warum glaubt er, dass ich gerettet werden muss? Warum wollt ihr mir helfen? Mich schert nichts, ihr seid so. Ja, mich schert eigentlich nichts, was ihr seid, wer ihr seid, sondern was ihr wollt. Aber. Ja. Warum machst du das? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. Er ist cool. Ich mag ihn total. Ich würde alles tun, um die Larve loszuwerden. Nein, das würde ich nicht. Ich muss darüber nachdenken. Ich bin nicht so irre, einen Pakt mit einem Teufel einzugehen. Dann heile mich oder sterb durch meine Hand. Er will jetzt, dass wir einen Pakt mit ihm eingehen, um diese Larve loszuwerden, ja? Ja, aber ist es... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diese Larve überhaupt loswerden möchte. Das weiß ich auch nicht. Und wir hatten jetzt letztens erst das tolle Gespräch mit der Herrin von Will. Wollen wir wirklich den nächsten Pakt haben? Ich finde ihn cool. Ich hätte gerne einen Pakt mit ihm. Ich wäre gerne der Teufelsanbieter. Ich mag ihn richtig. Er hat sofort mein Herz erobert, wirklich. Aber du willst auch nicht die Larve. Dann sagen wir doch, wir müssen darüber nachdenken. Ja, vielleicht. Sollen wir das sagen? Ja. Ja? Ja. Okay, ich muss darüber nachdenken. Take all the time you need. But make up your mind before you're counting down with tentacles. Try to cure yourself. Shop around. Beg. Borrow and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Ich mag ihn total. Ich bin auch sympathisch, das war der Psycho. Ich mag ihn wirklich richtig gerne. Er steht drauf, wenn wir leiden. Finde ich gut. Ich finde ihn richtig sympathisch. Wirklich, der erobert mein Herz. Okay, wir fragen jetzt einfach, und wenn ich den Pakt eingehen möchte, wo würde ich euch finden? Ja. I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Hä, wie cool ist er denn? Moment, aber glaube ich, hier waren es irgendwo Überleben fehlgeschlagen. Tastenbelegung. Ich glaube, hier war irgendwas später. Da. Es gibt nämlich diese Elisidenkräfte auf B. Also wir kriegen laut der Steuerung, ich gucke ja, bevor wir irgendein Let's Play anfangen, lese ich mir natürlich immer die Steuerung durch. Und leider ist es manchmal so, dass man sich ein bisschen spoilert durch die Tastenbelegung. Ja, das ist das dafür gibt es auch irgendwelche komischen Sachen noch. Aber es gibt Elisidenkräfte, also von unseren Würmern, die wir dann mit B aktivieren, keine Ahnung. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt B drücke? Gar nichts. Und durch diese Würmer im Kopf kriegen wir wohl irgendwie Fähigkeiten. So sieht es jedenfalls laut der Steuerung aus. Deswegen würde ich nicht sehr gerne auf diese Würmer verzichten sofort, obwohl ich... Ja, aber wahrscheinlich ist es wieder so. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es so eine Prey-Nummer ist. So entweder oder? Je mehr Alien du hast, beeinflusst das Ende, das du hast. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, das ist ja in allen Spielen, die sowas bieten, irgendwie. Genau, das hatte ich erwähnt, irgendwie was war wahrscheinlich ein Erdhügel. Ja, wahrscheinlich hier in dem Busch. Soll ich nochmal wechseln? Na klar.
Ja, es wird macht die Perfektion. Sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir. Also im Singleplayer, ganz ehrlich, im Singleplayer, ich werde hundertprozentig auf den. Also ich würde hier gerne mit euch die Kräfte gerne. Wenn ich scrollen. Was? Wir können vielleicht von Märchen lernen, meint ihr nicht auch? Wir können viel von Märchen lernen, meint ihr nicht auch? Was? Was will er denn? Achso, er will jetzt mit mir über Raphael sprechen. Wir sollten in unserer Situation zumindest über sein Angebot nachdenken. Ja. He'll require of you only what you're least ready to part with. And then require more still. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Okay, Will. Well met. So. Are you sure? Wenn du so die bösen Sachen sagst hier über Raphael, Alter, dann gehst du aus unserer Gruppe raus. Richtiger Optimist, du. Er will alles haben. Ja, immer noch. Shop around and he might be right. Total toll. We've had no luck. Oh, und er könnte recht haben, wir hatten bisher kein Glück. Wir kümmern uns erst. Oh, jetzt muss ich hier mit jedem. Oh nein. Wir kümmern uns erst dann darum, wenn es nötig ist. Er liegt falsch. Wir haben noch Möglichkeiten. Wenn ihr eure Seele verkaufen wollt, nur zu. Wir haben noch Möglichkeiten. Maybe. But all that, take your time, I'll wait. Nonsense. He's playing with us. Cazador, my old master, liked to toy with people too. Let them think there was hope right until the end. Until he snatched it all away. Creatures like them don't play games unless they know they can win. Ja, was schlägst du vor? We keep hunting for answers. What other choice do we have? This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it and why? What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. So, kommst du jetzt in meine Gruppe oder quatschst du mich heute weiter vor? I suppose you want to hear about Cazador. Ihr wollt sicher von Cazador hören. Nein, ich will nicht von Cazador hören. Ich möchte, dass du in meine Gruppe kommst. My old master. Before the Mind Flayers took me from him. Before this strange, twisted freedom. Cazador Zar is a vampire lord in Baldur's Gate. The patriarch of his coven and a monster obsessed with power. Not political power or military power, I mean power over people. The power to control them completely. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn. And he became my tormentor. Boah, wen interessiert das? Ich will das gar nicht wissen. Ja, wie hat er euch verwandelt? Ich will auch so werden. Not him, no. A gang of thugs attacked me. Angry about a ruling that I'd handed down as magistrate. They beat me to death's door when Cazador appeared. He chased them off and offered to save me. To give me eternal life. Given that my choices were eternal life or bleed to death on the street, I took him up on the offer. It was only afterwards I realized just how long eternity could be. Ich wäre in real life so gern ein Vampir. Mit der Möglichkeit, im Tageslicht zu wandeln, ja? Ja, also ich wollte gerade auch sagen, Vampir voll cool, aber nur als Daywalker. Ja. Der ersten drei Generationen, das lernen wir noch in Vampire's Dawn. Falls ihr Vampire's Dawn sehen wollt, guckt bei uns auf dem Discord-Server vorbei im Stream-Voting und bei Vampire's Dawn einen kleinen Haken setzen. A vampire's spawn is less than a slave. They're a puppet. We have no choice but to obey our master's commands. They speak and our bodies react. It's all part of the deal. Sometimes he'd order us to submit to torture. Sometimes he'd have us torture ourselves.
whatever his weather-vane mood settled on. Thank you. But this isn't about sympathy. It's about knowing what we might be up against. The Mind Flayers aren't the only monsters out there, and they might not be the only ones hunting us. All I'm asking is that you keep your eyes open and watch out for anything lurking in the shadows. Sehr umsichtig von ihm. Ihr beschützt mich. Ich beschütze euch. What more could I ask? Now is that all? Ja, kommst du jetzt in meine Gruppe, bitte? Ja, hier, bitte. Lead on. Kannst du was wahrnehmen? Wir brauchen einen Erdhügel. Well, hello. Ah, natürlich nicht. Bei der Gelegenheit kann ich doch mal bestimmt hier zwei so eine Dinger haben, oder? Und eins davon. So. Nur mal für den Fall. Wahnsinn! What to do? Nein, bleib stehen. Lass dich mal loslaufen dann auch, ne? Hier im Lager bleiben. Ja, bleib einfach hier. Karlach. What's the story? What's the story? Hast du das gesagt? Wahrnehmung. Ah, nee, Überlebung. Überlebung. Oh, hier ist ein Erdhaufen. Dankeschön. Ich bin Karlach weg. Du machst den Erdhaufen, ja? Alles klar. Ist das ätzend, ne? Ist das ätzend. Freunde Sonne, wenn ihr wisst, ob es dafür schon ein Patch gibt, ob es dafür... Beziehungsweise ob es dafür eine Mod gibt oder so, dass man die Gruppenmitglieder besser tauschen kann. Ey, bitte schreibt das mal unbedingt in die Kommentare. Weil das ist ja... Das ist ja ätzend hier hoch 10, oder? Den Charakter wechseln. Oh, soll ich hier nochmal den Sound abspielen, warte? Achso. Ja, bitte spiel mal den Sound. Ich wollte gerade sagen, ich schneide ihn rein, dann habe ich bessere Kontrolle. Du machst die Kiste auf und dann machst du den Sound. Ja, ich schneide ihn rein, weil... Oh ja, schön. Dann kann ich den Sound technisch besser steuern. Achso, okay. Ich verrate euch aber nicht, dass ich da reingeschnitten habe. Das schneide ich natürlich raus. Hier ist ein mysteriöses Loch. Oh mein Gott, hier ist ein seltsames Buch plus 1. Hä, hier ist ein seltsames Buch plus drin. Wie klar. Wann das? Ja, so mit dem Loch. Ich mach mal das Buch auf. Hier oben geht's zur Wind. Hä? Das Buch, das hat... Das Buch ist ein Tresor, Alter. Hä, dann kommt natürlich in dieses Buch. Das tauschen wir jetzt aus gegen mein Schriftrollenbehältnis. Ich wollte gerade sagen, das ist richtig geil. Hä, da kommen einfach meine Schriftrollen rein jetzt. Sonne, Loxi, vielleicht kannst du an der Wunderlampe reiben, die du hast. Ich lass das auch. Da kommt ein Djinn und der bringt uns dann bestimmt um. Ja, leider ist das immer so in solchen Spielen. Ja, okay, das ist ja ein viel geileres. Ja, wir sammeln uns das zusammen, ne? Hab ich da gerade gesehen, wie mir Essen zugeschoben wurde? Ja, ne? Ich hab's nur eingeräumt, weil So, jetzt habe ich eigentlich Rucksäcke, die ich nicht mehr brauche. Und ich habe auch so einen Sortierbeutel, den ich eigentlich nicht mehr brauche. Das packe ich mal weg, ne? Ich mach mal... Warte mal, ich mach mal in diesen kleinen Beutlin hier. Hä? Ich mach mal anders. Den machen wir mal auf und den machen wir... In den kleinen Beutlin mache ich mal die Steine rein, ja? Das wird unser Steinbeutlin. So, da haben wir den Beutlin, dann haben wir den Rucksack, normal. Dann habe ich hier noch einen leeren Rucksack und dann habe ich noch ein Buch hier für Schriftrollen. Das ist doch gut. Und dann könnten wir uns noch einen... Wenn es noch einen anderen Beutlin gibt, einen für Quest-Items. Kann man Quest-Items da reinmachen oder so? Die nerven mich nämlich also auch ziemlich. Quest-Items theoretisch auch ins Lager schicken.
Ich nehme erstmal den Beutlin und mach da mal die da rein. Moment, du hast auch hier hast du noch einen Beutlin, der anders aussieht. Du hast auch noch einen, der anders aussieht. Ja. Aber hier ist auch noch einer, der anders aussieht. Ja, aber kannst du dir das merken, welcher wie aussieht? Nee, ich wünschte, man könnte die umbenennen. Oh, jetzt hast du ihn weggemacht. Warte. So. Dann machen wir es so. Ja? Okay. Das Artefakt auch rein? Das geht da nicht rein. Das kann ich nirgendwo reinmachen. Das ist irgendwie blöd. Betrug. Okay. Betrug. Freunde der Sonne. Dann, ihr seid ganz heiß drauf, sicherlich, was hier oben passiert mit dem Mann, der hier an dem, an dem Rotorblatt hier von dem Film. Einfach Legende, der Typ. Den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Wir gehen jetzt zwischen den Folgen einmal schnell verkaufen, suchen uns irgendwelche Leute, die unseren Stuff haben wollen. Und wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht keinen Blödsinn, schreibt uns, Kuss erkennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Be cute, have fun. Bis dann. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss. Liebe, Liebe. Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe.